Willkommen zurück bei God of War Ragnarök. Wir sind hier stehen geblieben in Sindris Haus, beziehungsweise ich bin mal fair, auch wenn Sindri alles alleine gebaut hat, in Sindri und Brocks Haus. Ne? Ich bin mal so fair. Willkommen zurück. Wir haben beim letzten Mal, ach Mann, die Jägerin getötet und das Größte war ja eigentlich mit der Geschichte. Dass die Geschichte der Riesen, wie sie in den Geschichtsschränken steht, gar nicht vollständig ist, sondern die Wahrheit noch verborgen, nur für Riesen sichtbar, hinter den Schränken, sozusagen im Inneren der Schränke, verborgen liegt. Und da war ja die Weissagung die Prophezeiung, dass Tyr in Ragnarök die Armeen gegen die Asen anführen wird, was für Kratos und auch durchaus Mimir als Beweis reicht, dass Tyr noch am Leben ist. Und wir vermuten ihn in Svartalfheim, korrigiert mich, der Welt der Zwerge in einer schwallenden Mine, unter der blutenden Erde, ne, sozusagen. Und deswegen wollen wir mit Sindri darüber reden, wie wir in die Welt der Zwerge gelangen können, um dort nach Tyr zu suchen. Aber vorher schauen wir uns erstmal hier etwas um in diesem wunderschönen Haus mit dem Wischmopp hier. Wenn du aufbrechen willst, müssen wir Sindri sagen. Es wird langsam Zeit, dass er erklärt, wofür er meine Hilfe benötigt. Boah, ist das schön. Mit diesen gruseligen Pilzen, ey. Okay, erst nochmal Dialoge mit Brock. Und wie ist es unserem azurblauen Lieblingsgrobian so ergangen? Scheiße, wie nennst du mich? Vorzüglich! Ich liebe die beiden. Ja, warum ist der blau? Der guckt uns sogar an. Der ist doch hier mit Erz, ne? Weil er doch mit Erz und sowas gearbeitet hat, hat er sich sozusagen verfärbt. Können wir die Rüstung denn auch verbessern? Ups. Einmal Kreis zu viel. Waffen, Rüstung. Spezialgegenstände. Verkaufen. Rüstung. Brustrüstung. Oh ja, könnten wir sogar. Boah, von 4 auf 12. Oh, je. Ja, hätten wir 1000 gespart, könnten wir es jetzt machen. Na, wir sind mal garstig. Wir sind mal gierig und hoffen, dass wir es einfach auch so schaffen. Wir haben ja nun mal jetzt eine relativ starke Rüstung, die wir eigentlich nicht hätten. Übrigens noch eine Kleinigkeit. Einmal, die Leviathan-Axt ist wieder zurückgesetzt. Die sah damals viel geiler aus am Ende. Wir müssen die nochmal neu aufwerten natürlich, genau wie die Chaos-Klingen. Und was ich noch sagen wollte. Ich bin mit der Flüssigkeit des Bildes in den letzten beiden Aufnahmen nicht vollständig zufrieden. Wo ist denn mein Pedal hier unten so? Komisches Wort, ne? So, ich bin mit der Flüssigkeit der Aufnahmen nicht zufrieden gewesen. Und habe jetzt nochmal ein bisschen in den OBS-Einstellungen geguckt, das mal mit Verstand gelesen. Und ich glaube, jetzt ist es besser, oder? Ich glaube, ich muss das Mikrofon doch ein bisschen näher an meinen Mund machen. Ich glaube, jetzt ist es besser. Und zwar ist der Schlüssel der, dass ich das Avamedia-Programm, ich habe eine Avamedia-TV-Karte. Und zwar habe ich jetzt die Frames gleich eingestellt. Dass sowohl OBS als auch Avamedia die gleiche Frame-Einzahl haben. 59,94 statt 60. NTSC ist es, glaube ich. Und dadurch habe ich das Gefühl, es scheint zu funktionieren. Ich hatte so leicht Stocker immer im Blick während der Aufnahme. Und auch die Musik im Hintergrund, ne? So ein leicht epischer. Ah, es ist toll. Ach, guck mal, sind das hier Zwergentreppen? Warte, diese Treppen halten dich nicht aus. Bitte zerstör nicht mein Haus. Dann ist da oben sein Zimmer, oder? Es muss gerade sein, das Mikrofon. Ich weiß ganz schlimm, wenn das schief hängt. Jetzt ist es aber in die andere Richtung schief. Oh Mann. Ha! Ich wusste doch, dass du Hunger hast. Sieht aus, als wäre da irgendwelche Würste drin. Würste. Da auch wieder diese lebenden Pilze. Können wir da mal drüber reden, was das ist? Da gab es leider ja auch keinen Codex-Eintrag früher. Das ist schön. Hey, sieh mal. Ja, sofort. Oh, ist das schön.
Ist das ja dann unser Zimmer? Wunderschön, wirklich. Hier bewahren sie wohl das Essen auf. Schön, die Wahl zu haben, wenn ich hungrig werde. Die kleinen Fässer da oben. Die reichen aber nicht für den ganzen Zwerg, oder? Oh, also Riesenäpfel hier! So groß wie Kratos Kopf. Das mag schon was heißen. Ich habe vorhin nochmal, um zu gucken, wie flüssig die Aufnahme funktioniert, das alte God of War gestartet. Und da ist mir der kleine Atreus hinterhergelaufen. Ja. Der kleine Elfjährige. Das Bücherregal ist auch geil, ne? Aber wirklich so in die Richtung, in die Wachsrichtung der Wurzeln eingebaut. Ich hoffe, alles ist zufriedenstellend. Mehr als das. Oh, ist das schön. Und das ist dieser Rundbau, den wir von außen gesehen haben. Und hier auch die ganzen Schubladen rundum. Guckt es euch an. Es ist halt wirklich, man muss sowas halt auch schätzen, ne? Es steckt ja so viel Arbeit da drin. Ob man da nochmal rauskommt? Den Schubladen hier, wie schön. Da ist Mimir, oder? Da oben links. Okay. Die Treppen halten dich nicht aus. Es ist wunderschön. Bereit, wenn ihr seid. Versprochen. Wie kommen wir zu den Welten? Wir brauchen nur etwas hinten aus der Werkstatt. Mir nach und bring den Kopf mit. Also, wo genau wird Tyr festgehalten? Er ist irgendwo in einer Mine gefangen. Mehr wissen wir nicht. Nein, ich wollte doch in den Kodex. Das klappt manchmal irgendwie nicht. Auf unserer Reise nach Jötunheim hat sich Sindri als fähiger Schmied und wertvoller Verbündeter erwiesen. Jetzt hat er Atreus bei seiner Suche nach Tiere geholfen. Ich bin nicht glücklich darüber, dass dies ohne mein Wissen geschah, obwohl es besser ist, dass Atreus diesen Weg nicht alleine beschreiten musste. Ich werde versuchen, dem Zwerg meinen Zorn zu ersparen. Vielleicht keine einfache Sache. Die Welt ist voll von Minen, wie ihr wisst. Ihr werdet es eingrenzen müssen. Oh, ihr solltet mit Durlin sprechen. Wer ist Durlin? Er ist ein Vetter von uns, sozusagen. Arbeitet an der Sicherheit der Stadt. Er sollte Zugang zu allen möglichen Informationen über Minen haben. Und er ist definitiv kein Freund von Odin. Darum hat deine Mutter ihn um Hilfe gebeten, als sie eine Rebellion anzetteln wollte. Bereit? Eine Rebellion? Wusstest du davon? Ich wusste es nicht. Ein Rebellenanführer, der Mutter kannte. Genau den brauchen wir. Ich glaube, ihr habt das Tada verpasst. Naja, auch egal. Ich habe das im Handumdrehen eingeölt. Wir treffen uns vor dem Tor. Rebellenanführer? Durlin? Ha! Das ist weit mehr Ehre, als er verdient hat. Hm? Und du? Du erinnerst dich so an Dinge, wie auch immer sie dir gerade in den Sinn kommen, oder? Du vermutest wahrscheinlich, dass Durlin einfach nur darauf wartet, bis ein paar Streuner auftauchen und nach mächtig Ärger suchen. Was meinst du, Brock? Hilft er uns oder nicht? Oh, ignoriert mich. Er steht dem alten Brock nun wahrlich nicht zu, meine Verwandten zu verunglimpfen. Diesen Schmutzfänger einmal ausgenommen. Das ignoriere ich. Schön, dann geht Durlin besuchen. Seht selbst, wie gut das läuft. Aber seid gewarnt, er ist nicht die freundliche Art von Zwergenvolk, die ihr gewohnt seid. Er ist so stinkig, wie es nur geht und drückt sich komisch aus. Das klingt nach einer guten Vergleichsstudie. Warum habe ich das Gefühl, dass Brock sich merkwürdiger ausdrückt? Und der baut dahin jetzt eine Möglichkeit, zwischen den Welten zu reisen, ohne Tyrs Tempel? Hätte uns das nicht früher schon geben können? Da hätten wir den nie drehen müssen im ersten Teil. Ich würde gern eure Heimat sehen. Svartalfheim klingt einzigartig. Svartalfheim? Ha, dämlicher Asenname. Sehen wir etwa wie Dunkelalpen aus? Ach, stimmt. Ihr nennt die Welt ja anders. Nidavellir.
Das ist auch der Name der Hauptstadt, in der ihr nach Dürlin suchen solltet. In der verdammten Stadt sind heutzutage so viele Odin-Stiefellecker, dass sich kaum ein Zwerg, der etwas auf sich hält, dort überhaupt blicken lassen würde. Harsch, aber zutreffend. Ich habe den Zwergennamen jetzt schon wieder vergessen. Oha. Moment, oh, ist das schön. Gibt es eine Welt? Sindris Haus, Midgard. Oh Gott. Tyr's Tempel. Oh Gott, da fehlt noch einiges, oder? Weltübersicht. Oh, Leute, das Spiel, es ist... Ich hoffe halt, die machen, auch wenn jetzt ja die nordische, wenn das nordische ja enden soll hiermit, hoffe ich, dass, ja, es in der Art hier noch weiter God of War Spiele geben wird. Ich habe ja schon gesagt, von mir aus in, mit den ägyptischen Göttern oder, Atreus als Hauptcharakter ist auch in Ordnung. Ist das schön. Wahnsinn. 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 Ich mag auch das Messer, was Kratos hat. Was ist da drin? Da darf ich auch nicht rein, ne? Wie das Bild auch gerade gehängt hat. Ah, Mann. Hört ihr das? Nee. Mm-mm. Nein, die Pilze laufen weg. Den Tatzenwurm da unten habe ich schon längst gesehen, Atreus. Schön, dass du den auch mal siehst. Sind das irgendwelche Drachen? Sie sind so weit weg, ich kann die Größe nicht schätzen. Das sind Tatzelwürmer. Ich sag's euch, das ist ein riesiger Tatzelwurm, warum auch immer. Boah, ist das Spiel ein Meisterwerk, Mann. Es ist Hammer. Es ist halt nicht mal unbedingt das Kampfsystem. Es ist auch nicht die Story, es ist auch nicht die Grafik, es ist auch nicht die Optik, es ist alles. Das Ineinandergreifen, dass man zwischen diesen actiongeladenen, direkten Kämpfen dann wieder sowas hier hat. Es ist dieses Zusammenspiel aus allem. Und da ist auch so ein Pilzmann. Aber ich dachte schon, die kommen jetzt hoch, die, Oh ja, unser neuer Schild. Na gut. Vorm Tor. Ich könnte mich noch Ewigkeiten hier aufhalten. Erinnert mich ein bisschen an, Wir brauchen nur den Bifrost und den Kopf. Brock, nimm du ihn. Ah, das ist dann wohl der Teil, der meine Hilfe erfordert. Ganz genau. Dieses Gerät hier wurde nach deinen Maßen angefertigt. Damit erhältst du einen besseren Blick auf das Problem mit deinen besonderen Bifrost-Augen. Also gut. Kann ich es irgendwie kontrollieren? Oh nein. Nein, 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 nein. Damit halten wir dich bloß fest, um das Licht in deine Augen zu strahlen. Ah, Sindri, du elender Mistkerl! Öffne sie jetzt! Ach, ich hatte wirklich gehofft, nicht die Augenklammer nutzen zu müssen. Tu es! Ja, das ist gut und lösen! Immer noch unangenehm! Unser Stichwort! Los, schnell! Ich komme! Bei Preisfelgers Eier. Wofür war das denn? Das wirst du bald sehen. Nur kurz justieren. Fertig. Das sollte reichen. Siehst du? Kein bleibender Schaden. Ich geb dir einen bleibenden Schaden, du Witzling. Kratos, wirf mich auf ihn. Hörner voran. Och, verstehst du, alte Ziege, keinen Spaß.
Was ist hier gerade passiert? Mimir holen und nach Svartalfheim reisen. Der Bifrost ist defekt. Jetzt, wo wir diese Tore zur Nutzung von Yggdrasil-Samen umgestellt haben, braucht ihr keinen Reisetisch und keine Bifröstlampe mehr. Sie hat auch Licht gespendet. Ah ja, guter Hinweis. Ich lass mir was einfallen. Aber sieh dir das zuerst an. Ich zeig dir, wie es funktioniert. Ich liebe Kratos, immer das Negative sehen. Statt sich zu freuen erstmal. Gut. Richte deinen Schlüssel auf die Rune für Svartalfheim. Rechts, konzentriere dich. Um in diese Welten zu gelangen, brauchst du einen Samen für sie. Ah, okay. Mythisches Tor. Yggdrasil-Weltensamen schalten den Zugang zu neuen mythischen Toren frei. Lassen Sie das Licht Yggdrasils auf Svartalfheim scheinen. Boah, ist das geil gemacht. Okay, wir brauchen also nicht mit Tyrs Tempel zu drehen. Okay. Drücken Sie X, während Sie den Cursor über das mythische Tor der Feuchtgebiete bewegen, um nach Svartalfheim zu reisen. Aurvangar, Feuchtgebiet. Aurvangar Feuchtgebiete. Ich spiele übrigens aktuell auf der Xbox Series X Skyrim. Das macht sehr viel Spaß. Kann ich euch nur empfehlen, auch privat nochmal Skyrim zu spielen. Also einfach nochmal spielen. Darauf will ich hinaus. Ich will aber noch nicht. Mann! Das ist so geil, ey. Mann. Wahnsinn. Das sollte euch zum Sumpf außerhalb der Stadt Nidavellir bringen. Geht zum Marktplatz und fragt in der Taverne nach Durlin. Ist er in der Taverne bekannt? Durlin war immer ein unverbesserlicher Säufer. Er könnte sich zwar völlig geändert haben, aber ich vermute... Nein. Willst du mitkommen? Oh, ich schau vielleicht vorbei. Aber die Sümpfe sind feucht. Und die Grimme sind überall. Fiese, schleimige, stinkende Kreaturen. Aber viel Glück! Danke. Warte, was? Viel Glück! Oh, ist das geil. Ah, es ist alles so gut, ey. Und das meine ich, dieses Zusammenspiel. Merkt ihr das? Das Zusammenspiel Sindri und Brock als NPCs im Nachhinein. Die ganze Darstellung, die Interpretation von der nordischen Mythologie in Kooperation mit diesem Humor. Da-da, ihr habt mein Da-da nicht gehört. Es ist so toll, wie alles zusammenpasst. Es ist so ein unglaublich tolles Zusammenspiel. Auf geht's, die erste Welt außerhalb von Midgard. Wow, spürt ihr das? Was denn, Junge? Alles, einfach alles. Es ist warm. Die Musik ist schön. Ach, guck mal hier. Okay. Jetzt erstmal Luft holen und den Ersteindruck wahrnehmen. Wir sind zum ersten Mal in der ganzen God of War-Geschichte in der Welt der Zwerge. Wir waren in Muspelheim und in, ne, ihr wisst schon. Alter, ich glaub's nicht. Dein Ernst, Odin? Schon wieder. Und es ist schön. Wir könnten dieses Boot nehmen. Bis wir loskriegen. Dein Ernst, Odin? Vorsicht, Junge! Da kam gerade irgendwas raus. Odins Raben. Garantiert bei Feinde, ne? Nee. Nee, ich will es jetzt erst finden. Das mit dem Hinspringen klappt nicht so richtig, ne? Odins Raben, Asen. Ah ja. Odin behält uns im Auge, seit wir unsere Reise vor einiger Zeit begonnen haben. Diese Raben zu töten und den Allvater dadurch quasi erblinden zu lassen, kann uns auf unserem Weg nur helfen. Wieso sind die so schnell? Scheusal. Das sind Baby-Tatzelwürmer. Oh, wie gerne würde ich diese kleinen Biester mit einem gut gezielten
Huftritt zerschmettern. Der Gestank, den sie verströmen, kann es leicht mit dem eines Trolls aufnehmen. Alleine scheinen sie ein leichter Gegner zu sein, aber sie sind selten ohne Begleitung. Ein Rudel Scheusale kann selbst den stärksten Kämpfer schnell überwältigen. Scheusale gedeihen in Feuchtgebieten. Wenn du ein Gewässer siehst, sind sie wahrscheinlich in der Nähe und suhlen sich im Schlamm und Dreck, was ihren ohnehin schon einzigartigen Duft nicht gerade besser macht. Du musst flink sein, wenn du einem Scheusal begegnest, und achte auf die Zähne. Wow. Scheusal, links von dir. Hinter dir, pass auf. Hinter mir? Na, das geht ja schon recht munter los. Atreus, du warst unachtsam. Dafür ist das Boot los. Wir können durch diese Kanäle, wenn du willst. Ist diese Kette im Wasser? Das ist eine Zwergenversorgungsfähre. Besagte Fähre ist wohl verschwunden. Okay, sehr viel Wasser, ne? Sehr, sehr viel Wasser. Man sieht die Sterne auch beim Tageslicht, das finde ich sehr schön. Hallo? Brabber, brabber. Also im Vergleich zu Horizon, um es nochmal kurz zu sagen, sieht das Spiel halt gestochen scharf aus unter 60 Frames. Bei Horizon muss man sich entscheiden, 1080p gefühlt, 60 Frames oder 4K, 1080p 60 oder 4K 30 und jetzt ist gefühlt 4K 60, das fällt mir halt auf. Was ich natürlich sehr faszinierend finde, ne? Dass das hier funktioniert, mit dieser Grafikqualität. Da ist unser Boot wieder. Schön. Vielleicht eine Geschichte, Mimir? Ich kann kaum glauben, dass Mutter hier einen richtigen Aufstand anführte. Gegen Odin und es nie erwähnt hat. Dass der kein gutes Ende nahm, könnte sie davon abgehalten haben. Was deine Mutter vor uns tat, war ihre Sache. Hast du je gefragt? Augen aufs Wasser. Das sind Ressourcen. Oh, der Controller vibriert gerade so ein bisschen mit dem Wassergang. Ach, wie schön. Ja, ich glaube tatsächlich, dass das so gewesen ist, dass sie... Wenn du Mutter nie nach früher gefragt hast, worüber habt ihr denn dann gesprochen, als ihr euch kennengelernt habt? Hast du bloß gesagt... Weib, hüte das Haus, ich gehe am Fluss angeln. Und sie dann 5 Tage allein gelassen? Nein. Deine Mutter konnte viel besser angeln als ich. Die Antwort ist so unzielführend. Darauf wollte Atreus doch gar nicht hinaus. Ja, ich glaube, es war eher so, dass die beide eben nicht über ihre Vergangenheit geredet haben, oder? Warum sollte Kratos sie fragen, wenn Kratos selbst nicht gefragt werden will? Ne? Das wäre mein logischer Schluss. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich gefunden haben, gegenseitig gesehen haben, was für Schmerz sie ertragen mussten. Sie wegen dem Verlust ihres ganzen Volks, ihrer ganzen Welt. Kratos wegen all dem, was er als Spartaner und letztlich auch als Kriegsgott getan hat. Und so wussten sie beide direkt, dass sie gemeinsam eine neue Welt, eine neue Zukunft, ein Leben nach dem leben wollen. Und haben sich gegenseitig nicht nach der Vergangenheit gefragt. Ja, hier ist ein altes Bergwerk, ne? Tatsächlich. Was war das? Sah ein bisschen aus wie Affen. Asengold.
Rohleder, okay. Okay, da war irgendwas. Moment, Rückwärtsgang. Das kann ich schon kaputt fahren, das Fass, oder? Jo. Die Welt ist zu schön und zu ruhig. Auch wenn ich das Spiel ja so bekommen habe, als hätte ich es nicht vorbestellt, weil ja meine Lieferung verspätet kam, ist es, glaube ich, tatsächlich ein Spiel, das man besten Gewissens vorbestellen konnte. Habt ihr das dort gesehen? Einfach nicht antworten. Gute Idee. Das Rad blockiert den Kanal. Ich schätze, wenn man es drehen kann, sollten wir durchkommen. Mhm. Was ist das für komische Wirbel da oben? Das ist also Feuchtland, ja? Trifft es gut. Es ist ein Sumpf. Der Gestank brennt mir in den Augen. Es ist deutlich intensiver als bei meinem letzten Besuch hier, jetzt wo du es sagst. Der Weg geht wohl hinter dem Geysir weiter. Ha, wären wir doch nur in Midgard. Das Wasser wäre im Nu eingefroren. Ich dachte, wir wollen nicht nach Midgard. Da ist doch kalt. Musst du schon entscheiden. Oh! Bruder, könnte Einfrieren funktionieren? Danke für den Tipp, Mimir. So, die Kisten hier kennen wir selbstverständlich noch. Diese Truhe ist durch eine Runenmagie verschlossen. Finde und brechen Sie die Siegel, um sie zu öffnen. Wir müssen die drei Steine finden. Eins. Und zwei. Und drei. Und drei. Gib mir einen Moment. Die war gemein versteckt. Idun-Apfel. Genug Idun-Äpfel sammeln. Maximale Gesundheit erhöhen. Das kennen wir ja. Eins von drei, ne? Jeder Apfel erhöht jetzt die Gesundheit. Okay. Vorher musste man ja drei Stück sammeln, glaube ich, ne? Jetzt erhöht jeder Apfel einzeln die Gesundheit. Okay. Das ist praktisch. Ist das stabil genug zum Klettern? Ja. Gute alte Zwergenhandwerkskunst. Ich finde das so geil, dass der jetzt vorklettert. Das ist so toll. Tyr war ein Freund der Riesen. Ob er und Mutter sich kannten? War er Teil der Rebellion hier? Gut möglich. Der Kriegsgott setzte sich oft für die Riesen ein. Auch wenn ich nicht weiß, ob er sich je offen als Verbündeter bekannte. Na, also ich hab... Na los, es muss einen schnelleren Weg runtergeben.
Also nochmal, meine Theorie mit dem Tier ist ein Riese war natürlich falsch. Und das habe ich, glaube ich, einmal gesagt. Das stimmt natürlich nicht. Brauchte mich nicht jetzt zu verbessern. Ich weiß, Tier ist kein, er ist ein Gott. Er ist kein Riese. Er ist einfach nur ein Gott. Vielleicht sogar ein Ase, das weiß ich jetzt auch nicht. Sind das da diese Fähren vielleicht? Von links! Hinter dir, pass auf! Nicht da! Von links! Nicht da! Grimm. Die Grimme nehmen im Lebenszyklus der feindseligen Gasmonster von Svartalfheim den voluminösen mittleren Platz ein. Sie sind die Jugendlichen der Spezies, in Ermangel eines besseren Wortes, gewalttätig. Gasige Jugendliche. Grimmige gehören zu den beweglichsten Bewohnern der neuen Welten. Sie können fast alles erklettern und sich mit beunruhigender Schnelligkeit in den Boden graben, wodurch man sie leicht aus den Augen verliert. Glücklicherweise haben sie nicht die Fähigkeit entwickelt zu fliegen. Noch nicht. Kratos, steh auf! Kratos! Slow-Mo-Killangriff. Ja, wir halten halt nicht viel aus, ne? Das ist aber okay. Linke Seite! Nicht das! Ziel erledigt! Okay. Steinmauer. Halten Sie L1 gedrückt, um Standard- und Schutzdurchdringende Angriffe gelber Ring zu absorbieren. Okay. Schön, das haben wir ja auch noch, ne? Muss ich auch mal dran denken. Okay, nice. Ach so. Ja.
Aber halbwegs gut versteckt. Ich würde mich ja schon freuen, noch so ein paar Raben so zu finden, ne? Eieieiei. Geschmiedetes Eisen. Okay. Da ist ein kleiner Grafikglitch. Gut, das Rad hier oben muss sich irgendwie drehen lassen. Wie dynamisch der auch ist, ne? Wie agil. Achtung! Wie wär's mit einer Warnung, bevor man mit der Nase voran zwischen zwei Backen endet? Der Boden. War das ein Erdbeben? Sowas kommt in Svartalfheim selten vor, ist aber nicht gänzlich unbekannt. Bei all dem Bergbau muss das Land ja durcheinander geraten. Kommst du von hier an das Rad heran? Das ist natürlich wahr, ne? Wenn die ganze Erde untergraben, dann... naja. Oh, wow. Ganz genau so abgesenkt, wie wir es brauchen. Bisschen mehr Optimismus bitte hier. Oh wow. Okay, war ein netter kleiner Ausflug, oder? Ich habe nachgedacht. Es ist so warm. Vielleicht nicht deshalb, weil die Kälte noch nicht hier ist, sondern vielleicht ist es einfach anders in Svartalfheim. Ja, Junge. Fimbulwinter befällt nicht alle Welten auf dieselbe Weise. Seltsam. Dass es durch Fimbulwinter nicht immer Winter wird. In Midgard schon. Aber wie du siehst, sind die Auswirkungen hier von eher gasförmiger Natur. Beobachte die Geysire. Beachte den bereits erwähnten Duft. Diese Folgen waren schon zuvor in gewisser Form vorhanden. Doch nun sind sie extremer. Also ist hier auch schon der Fimbulwinter da. Nur es ist halt kein Winter, sondern eine... gasirische, gasige Zunahme. Das Schöne ist, dass wir im Schiff immer noch keine Axt werfen können oder so. Im Boot. Passen wir unter der Brücke durch? Die Musik schon wieder, ne? Wow. Oh, die kennen wir ja auch noch. Die geben uns Attributbuffs. Ein Trank aus dem Tau des Weltenbaumes bewirkt dauerhafte Vorteile. Runenkraft dauerhaft um 2 erhöht. Schlackenablagerung. Ach, ich genieße es einfach, ey. Ich genieße es einfach, es ist zu schön.
Ich finde die Mechanik mit dem L2 und R2 ganz cool eigentlich. Ah, hier ist so ein Toter. Sehen schon eklig aus. Grims. Ah, relativ garstig, ne? Es ist jetzt nicht so, als würden wir viel Hacksilber bekommen. Verhältnismäßig. Das ist aber sehr spannend. Da oben. Ja. Oh. Okay. Gut gesehen, Atreus. Was ist das denn für einer? Gut gesehen. Vom Schiff aus dachte ich noch, hey, da hängt ja Gestrüpp dran. Rohleder. Rohleder. Was Gutes gefunden? Rohleder. Och, Mann. Warum ist das Spiel so gut? Oh, Mann. Und ich wollte schon fast die Collector's Edition abbestellen. Ich fühle mich richtig schlecht deswegen. Sehr schön. Ich versuche auch jetzt hinzubekommen, dass jeden Tag ein Video kommt. Dann muss ich halt gucken, wie ich da mit dem Upload hinterherkomme. Aber es sollte alles passen. Fucking hell. Moment mal, what the fuck? Stopp. Von links! Hinter dir! Vorsicht! Okay. Bestienfetzen. Oh ja, das bleibt nur über, wenn wir gegen sie kämpfen. Okay, ja, da waren wir gerade. Ich hab den Kessel da gesehen, dass wir da irgendwas machen können. Ich bin nur... Oh, fuck. Mister! Hinter dir, Bruder! Ja, okay, es war aber auch... Ja, wir haben unten schon zu viele Leben verloren eigentlich. Aber ich finde das okay. Ich bin trotzdem noch voll einverstanden. Also ich bin noch nicht an der Stelle, wo ich sagen würde, das stört mich oder das ist unfair. Also alles gut eigentlich. Mister! Mister! Die Dinger sind überall. Na, seht ihr, es ist halt wirklich nur eine Frage, wie man rangeht. Also auf der einen Seite, man stirbt sehr schnell, dafür macht man auch relativ viel Schaden, also ich finde es echt okay. Wir haben natürlich mit der Rüstung auch ein bisschen Boost, habe ich ja schon mal gesagt, aber ist halt so. Ich finde die schick, wir sind Vorbesteller, dann nehmen wir die auch.
Pay to win. Die Geysire verschlossen? Ich glaube, wir müssen das Rad bewegen, aber das Wasser ist zu flach. Boah, sieht das schick aus. Gut, einen Geysir haben wir eingefroren. Ist sonst noch irgendwo einer? Boah, sieht das krass aus. Auf der anderen Seite, oder? Da oben. Moment mal. Ja, das Rad dreht sich und das Tor senkt sich. Der Einfallsreichtum der Zwerge. Zurück zum Boot. Cool gemacht. Ah, ich weiß, dass Kratos sich innerlich freut. Er kann es nicht so gut zeigen, aber glaub mir, er freut sich. Er freut sich riesig, dass wir vorwärts kommen. Ich habe echt keine Lust auf eine große Todessequenz mit Faye. Das würde ich, glaube ich, nicht mitmachen. Das wäre mir zu viel. Wenn die Zwerge in dieser Welt so sind wie Brock und Sindri, ist es kaum denkbar, dass sie zu Odin stehen. Tja, viel zu oft lässt man sich auf kurze Sicht von Eigennutz blenden. Odin bot ihnen Sicherheit. Und ihm zu trotzen, ist nicht ungefährlich. Vielleicht brauchen sie nur ein paar Götter, die ihm mal die Stirn bieten. Atreus, deshalb sind wir nicht hier. Das war nur ein Witz. Krieg ist kein Witz. Vor allem nicht, was Götter anbelangt. Das haben wir gesehen, Kratos gegen Thor. Das war kein Witz. Ganz und gar nicht. Ich will hier überall anlegen. Glaubst du wirklich, Odin würde die Abmachung einhalten? Dass er uns in Ruhe lässt, wenn wir uns fernhalten? Nein. Das heißt aber nicht, dass ich ihn bekämpfen will. Vielleicht finden wir ein neues Zuhause, wo weder er noch Freya uns Ärger machen. Aber wenn wir Tyr finden, kann er mit uns kämpfen? Kämpfen? Das, habe ich nicht so gemeint. Wir können so viel von Tyr lernen. Jede Art, auf die er uns helfen kann, ist gut, oder? Wir sollten weiter. Ich bin froh, dass wir hier sind und eine neue Welt erkunden. Vielleicht genießen wir einfach die Wärme. Kämpfen. Der will echt gegen die Asen kämpfen. Ist schon verrückt, oder? Ja, ich genieße gerade, ne? Wundert euch nicht. Ich bin einfach nur... So viel Schönheit sehe ich in meinem eigenen Leben eigentlich nicht mal in der Regel. Ja, wobei, schönen Alpenurlaub, da kann man auch schöne Sachen sehen, aber es ist einfach so... Es ist so schön. Aber das da stört mich natürlich, ne? Ah, hier! Aha! Die Kiste da oben. Naja, hier ist der Durchgang. Alles klar. Ja, ich glaube, wir sind schon den Schätzen gut auf der Spur, oder? Oh, sieht das hier schlimm aus. Und ja, ich bleibe wachsam. Wahrscheinlich wimmelt es hier von Grimm. Grimmen. Ja, hier ist schon mal ein Stock zum Werfen. Also es kommt auf jeden Fall ein Kampf. Den machen wir schon mal so. Oh fuck.
Ein verfluchter Grimm. Schwache kleine Quellgeister, aber das machen sie mit ihren giftigen Speichelgeschossen mehr als wett. Außerdem sind sie verdammt schnell. Man muss sie unbedingt im Auge behalten, sonst sind sie schneller aus deinem Blickfeld verschwunden, als du Grimm sagen kannst. Und bespucken dich aus allen möglichen Winkeln mit Rotz. Im besten Fall unangenehm, im schlimmsten Fall tödlich. Mister! Tote Zwerge! Und eine Zwergenfrau! Oh nein! Falsche Seite! Oh nein! Zu deiner Linken! Mister! Bruder, der Grimm sitzt da ganz oben! Mister! Habt ihr gesehen, dass sie sogar so eine Säurepfütze machen? Auch nicht schlecht. Wirbelnde Runen. Truhen verschlossen. Finden Sie drei Drehräder und richten Sie sie an die Symbolen aus, indem Sie die Axt gegen die Scheiben werfen. Da waren, glaube ich, gerade 5 Grammatikfehler drin, aber egal. Also wir haben Pfeil nach rechts, B und N. Pfeil nach rechts, B und N. Nee, das ist ein gerades N. Ja. Offensichtlich. Ja, die Truhen kennt man ja inzwischen. Pfeil nach rechts, B und N. B. Ich hoffe, das ist das richtige B. Pfeil nach rechts. Also im Idealfall war es das. B. Pfeil nach rechts. Ach, ich bin so doof. Das ist das Gleiche. Also N fehlt noch. Wir brauchen noch ein Drehrad. Entschuldigung, es war das Gleiche, dass wir zweimal gedreht haben. There it is. Scheusal. Scheusale werden immer versuchen, dich zu umschwärmen und zu umzingeln. Angriffe mit Flächenwirkung, wie der schwere Klingenangriff, sollten einen solchen Schwarm schnell auflösen. Ja, das hier, ne? Hinter dir! Easy. Oh. Gut, dass du die Runen erlernt hast. Unsichere Wege.
Vorsicht, Reisende. Sicher, dieser Weg führt nach Nidavellir, aber er führt auch zu unsäglichen Gefahren. Wer sich aus nur einem Hauch um die eigene Sicherheit schert, sucht sich einen anderen Weg zur Stadt des Eisens. Wessen Reise von Erfolg gekrönt ist, soll zu mir kommen, damit ich weitersagen kann, welchen Weg man nehmen kann, ohne von etwas Hungrigem oder Wütendem getötet worden zu sein. Durin. So, Entschuldigung. Durin ist, glaube ich, Herr der Ringe, ne? Naja, wir gehen gleich nochmal hoch, keine Sorge. Aber da haben wir schon mal die ersten Zwerge gefunden. Oh, nice. Mehr Rage. Maximale Rage erhöht. Genug Hörner mit Blutmet gesammelt. Immer nur. Oder ist es beim nächsten Mal 2 und dann 3? Weiß ich halt nicht. Interessant. Dass da auf jeden Fall irgendwas anderes ist als vorher. So, was hat's jetzt hiermit auf sich? Ach, okay, das hätten wir im Kampf einsetzen können, ich verstehe. Tödliche Obsidian-Griffe. Griffe, die das Chaos entfachen, das den Klingen selbst innewohnt. Die Vernichtung eines Gegners nährt Spartas Rage in ihnen. Stärke plus 4. Also Stärke plus 1 im Vergleich, aber dafür Glück minus 2. Nö, da bleiben wir bei denen. Sieht noch ein bisschen schicker aus. Das sind ja auch unsere Vorbestellergriffe, ne? Also. Das war wohl alles hier. Ziehen wir weiter? Ja, gerne. Schön, dass ihr das sagt übrigens. Oh, ich hoffe, wir kommen nach Asgard. Ich hoffe, wir kommen nach Asgard. Das wäre so geil. Das war ja auch schon in Assassin's Creed Valhalla so mega abgedreht mit Asgard. Das wäre echt nochmal geil. Okay. Noch ein Festchen. Also da kann man schon mal die Axt gegenwerfen da oben. Und da kann man an der Kette ziehen. Okay, ich verstehe schon. Hier kommt was auf uns zu. Freund oder Feind? Okay. Ist zu schnell. Wie sollen wir ihn fangen? Flankier ihn. Greif von hinten an. Gut. Was? Ich muss hinter ihm. Aber wie? Mister! Wir brauchen eine bessere Position, von wo aus wir ihn ungesehen angreifen können. Das heißt, er kommt immer an der gleichen Stelle raus, oder was? Ja, dann einfach hier. Eine geheimnisvolle Kreatur. Mimir erzählte mir, sie wäre aus der glühenden Asche geboren, die von Surts Hammer abfiel, als dieser in seiner Schmiede arbeitete. Der Verwalter von Muspelheim hauchte der Asche mit einem Blasebalg neues Leben ein, um die erste Tat des Lebewesens... Was? Und die erste Tat des Lebewesens bestand darin, die wertvollen
Metalle, die der Schmied zum Schmieden einer Waffe brauchte, zu stehlen und zu verschlingen. Mimir hat versucht, mir weiszumachen, dass Surtr das lustig fand. An Surtrs Stelle hätte ich das nicht lustig gefunden. Mal sehen, was er hat. Oh, die geben voll viel Loot. Ach so, es sind so kleine, wie die Funkel-Titanit-Echsen in Dark Souls. Ich verstehe schon. Gespieltes Eisen, zerbrochene Rune. Schlagablagerung und Rohleder. Und Rage brauchen wir nicht. Okay. Die Frösche hier überall. Ja, ich bin noch wegen hier, ne? Wegen Odins Raben immer noch ein bisschen vorsichtig. Die Hälfte hätten wir. Da muss noch eine Kette für den Rest des Tores sein. Da, eine Kette, die wir hochziehen können. Mhm. Ja. Nächster. Vater! Er klammert sich an die Wand. Wir müssen ihn runterholen. Oder wir töten ihn einfach an der Wand. Kannst du den Geysir von hier öffnen? Ja, kann ich. Es reicht aber nicht. Bestienfetzen. Das will mich ein paar Kisten aufhalten, also bitte. Ich glaube, ich hab's. Wenn man den Geysir einfriert, dreht der Druck das Rad. Nächster! Easy, oder? Ha, wie das Wasser das ein bisschen anhebt. Habt ihr das gesehen? Siehst du von dem Klotz aus was? Ja, ich würde gerne da hoch, aber... Ach so. Ja! Schön. Was ist das? Eins von Quasirs Gedicht. Sehr anspruchsvoll. Du solltest... Quasirs Gedichte. Eins von 14. Der Sonnenaufgang des Nichts. Eine Geschichte unaufhaltsamer Genialität. Ersonnen von Quasir. Stell dir vor... Lieber Leser, ganz nach Belieben, Kreaturen aus Metall, kreichend durch die Lüfte fliegen, auch durch die Meere schwimmen sie, und übers Land sieht man sie rennen. Doch eine zwingt sie in die Knie, eine Kriegerin, unschwer zu erkennen. Woher sie kommt, viele Fragen weckt, ihr Haar trägt die Farbe von Blut, so rot, verbotene Orte sie stets entdeckt, vergraben im Schlamm, doch beileibe nicht tot. Wer kann diese Maid sein? Die mehr ist... es den Anschein hat, die ihr Volk retten will ganz allein und diese Bestien erschlägt in der Tat. Fey. Fey als Riesen. Fey als Riesen, würde ich sagen. Oh Auflösung. So. Schön, oder? Alle sammeln, die du findest. Kratos ist bestimmt der Richtige für Lyrik.
Nicht böse gemeint, natürlich. Junge, sag mir doch bitte, was genau du dir von Tyr zu lernen erhoffst. Naja, wie gesagt, ich hoffe, dass er mir etwas über Loki erzählen kann. Ich würde auch gern seine Geschichten hören. Von Reisen in andere Länder, von Riesen und vielleicht, wie es damals war, zu kämpfen. Nur aus reiner Neugier natürlich. Neugier. Hoffen wir, dass Tyr in Plauderlaune ist, nachdem er so lange eingesperrt war. Nicht alle von Odins Gefangenen sind so charmant und redegewandt wie ich. Wir haben keinen Beweis, dass Tyr hier ist. Ja. Das stimmt. Das ist wohl oder übel vollkommen richtig. Sehr viele aufgegebene Stellen. Es kann natürlich auch sein, dass durch den Fimbulwinter das Wasser gestiegen ist. Das kann natürlich auch sein. Und deswegen viele Stellen aufgegeben wurden. Dieses Erdbeben vorhin, ob es noch eins geben wird? Unwahrscheinlich. Aber geologische Störungen sind in der Regel unvorhersehbar. Auch wieder wahr. Wenn die Geysire und der Geruch hier durch Fimbulwinter zugenommen haben, dann die Erdbeben vielleicht auch. Ja, da könntest du recht haben, Junge. So ein bisschen wie Phantasialand, oder? So eine, so ein Fahrgeschäft. Ist das schön. Atreus, da vorne. Wow, das sieht wie eine Stadt aus. Herzlich willkommen in Nid-Avellir. Hey, Zwerge! Oh, sie rennen weg? Wow! Ein Alarm. So einen Alarm würde ich nur auslösen, wenn ich meinen Körper noch hätte und fürchten müsste, ihn zu verlieren. Aber warum wegen uns? Sie haben Angst. Der hat ins Wasser gespuckt, habt ihr das gesehen? Ja gut, wenn das Odin-Anhänger sind, wissen die vielleicht schon, dass wir Feinde Odins sind? Mehr oder weniger zumindest. Ich hoffe, wir können das alles erkunden, ne? Bitte, bitte, bitte. Ganz sicher ein Alarm, fürchte ich. Wieso verstecken sich alle? Wachsam bleiben. Es ist wunderschön. Nid-Avellir. Und ihr wisst, was kommt, oder? Nid-Avellir, hey, erkunden. Können wir kurz mit euch reden? Den Ärger. Bitte. Die helfen uns sicher nicht. Suchen wir Sindaris Taverne lieber auf eigene Faust, falls sie uns reinlassen. Ich hoffe, ich war nicht zu schnell gerade beim Durchfahren. Oh, ist das schön. Oh Mann, bitte lass uns alles erkunden.
Das sieht gut aus. Es sieht gut. Na, nee. Okay, ich glaube, das hier war leider nur zum Durchfahren. Ich glaube, wir erkunden jetzt einen neuen Teil der Stadt. Wow. Oh, Leute. Fabelhaft. Fabelhaft. Oh, ist das toll. Ich liebe es. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich mache noch eine Aufnahme. Für euch geht's morgen weiter. Wie gesagt, ich versuche wirklich, die täglichen Videos beizubehalten. Wodurch ihr eben dann immer genau wisst, am nächsten Tag um 20 Uhr kommt dann die nächste Folge. Bis wir dann eben... Ah, nee, ich will gar nicht darüber reden, dass wir irgendwann durch sind. Nee. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit God of War Ragnarök. Und wir werden da Nidavellir, die Stadt der Zwerge, erkunden. Hoffentlich den Kontaktmann finden, also den Anführungszeichen Kontaktmann. Und vielleicht herausfinden, wo sich der gute Tiere befindet. Das wäre doch was, oder? Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit God of War. Ciao.